Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir sind im letzten Part mit dem Bowser-Schiff in der Vergangenheit, das dem jungen Bowser gehörte, der noch gut war, hier in seiner Festung notgelandet, weil wir von den Aliens abgeschossen wurden, weil es deren neue Königin es ihnen befohlen hat. Ja, bis auf von Mario und Luigi fehlt jede Spur an Überlebenden, Toadsworth, die kleine junge Peach und sogar wir, Mario und Luigi als Baby, waren an Bord, aber wie gesagt, es fehlt jede Spur und aus dem Grund erkunden wir nun gemeinsam Bowser's Castle auf der Suche nach Überlebenden. Außerdem haben wir neue Gegner, wie zum Beispiel diesen Goomba. Das ist natürlich wieder typisch, dass in Bowser's Festung Goombas unterwegs sind. Das sind ja die guten alten Lakaien von Bowser, neben den Koopas natürlich. Und dann seien wir mal gespannt, wie das hier so weitergeht. Außerdem cutte ich natürlich dann auch wieder die Kämpfe raus. Jetzt haben wir einen Goomba gesehen und der geht raus. Tja, und schon wäre auch dieser Goomba-Geschichte, war ja nur einer. Das hat nicht lange gedauert und ja, ich habe eine recht interessante Story, kann ich euch erzählen. Und zwar, weil ich das Spiel ja jetzt schon, na, ich kann es nicht erzählen. Leider. Und damit ist auch dieser Goomba-Geschichte... Ach, die können doch nichts. Die können doch nichts. Hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Und, ich mag das Spiel, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Ich werde jetzt hier einfach alle Gegner einmal besiegen und dann habe ich ja Zeit zum Erzählen, weil dann kommt so ein kleiner Balanceakt. Außerdem haben wir hier einen neuen Gegner, einen Boohoo. Dass der hier zu finden ist im Bowser's Castle, das ist... Dass ich dieses Action-Kommando verkackt habe, das ist... Und die Boohoos, das sind sehr, sehr merkwürdige Gegner, weil vielleicht habt ihr ja schon gesehen, die... Nee. Nee, doch nicht. Nee, dann habe ich mich geirrt. Die halten nur extrem viel aus. Jo, wunderbar. Gibt's auch ein Level-Up oder nicht? Nein, schade. Ja, und ich glaube, das waren alle Gegner hier in Bowser's Festung. Hier gibt's nicht allzu viele. Let's go. Gehört ja noch so ein bisschen zum Tutorial dazu, Bowser's Festung, muss man ja auch leider sagen. Also wir sind noch lange nicht durch mit dem Game. Wir sind immer noch im Tutorial, wenn man bedenkt, das war ja damals nur der Sternenhafen oder was das war. Und jetzt sind wir hier schon im Kuddelmuddeldorf und mit den Babys im Raumschiff waren wir ja auch. Und jetzt eben auch noch Bowser's Festung, also wie lang geht denn dieses Tutorial in diesem Game, könnte man sagen, aber es ist halt auch was komplett anderes als Superstar Saga. Wow, zweimal toll in den Kampf hintereinander. Ist klar, dass die nicht lange aushalten. Toll ist natürlich ein, ich glaube, 1,5-fach oder 2-fach so, 30-fach so starker Angriff, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier haben wir ein X im Boden, die Superstar Saga von irgendjemandem geguckt haben, vielleicht auch von mir, wäre cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Superstar Saga von mir geguckt habt. Wäre mal interessant zu wissen, wer jetzt hier wieder eingeschalten hat. Auf jeden Fall, dieses X, mit dem können wir später noch was anfangen. Und aus dem Grund werde ich in jede Welt wahrscheinlich nochmal zurückgehen müssen, wo wir hier X sehen und die ich noch nicht ausbuddeln kann. Das werde ich dann offscreen machen, sobald wir die mit denen irgendwas machen können. Und aus dem Grund, ja, ne? Mach ich dann offscreen. Dann müsst ihr da nicht quälen und dann schneide ich einfach irgendwann den Part wieder und dann sage ich am Anfang vom Part direkt, ich habe jetzt die Bohnen nachgeholt aus dort und dort und bla bla bla. So, wir machen hier Balanceakt, wie ich schon gesagt habe. Und eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen was erzählen zum Spiel, aber jetzt war hier das X im Weg, so wie hier ist jetzt das X im Weg. Und jetzt kann ich auch nie anfangen zu erzählen, weil... Ein paar übermütige Babys es sich da oben irgendwie gemütlich gemacht haben. Mario. Na, immerhin ging das noch gut. Babys.
Alter, wenn hier was daneben geht, dann sind auch die Erwachsenen tot. Na los, Luigi! Verkack's bloß nicht! Mario! Vielleicht sollten sie mich als eine Art Kissen verwenden. Ich bin selbstverständlich gut gepolstert. Baby Luigi würde sich beim Anblick meines luxuriösen Leders viel sicherer fühlen. Ma, muss ich dir auch nochmal einmischen, okay. Dieser Steck weg. Nicht in die Lava fallen. Ah, das ging zum Glück nochmal gut. Wir haben die Babys gefunden und nun sind wir wieder ein Team. Zurück zum Abenteuer. Na, sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir verlassen euch jetzt. Warum auch immer bei euch Luigi vorne ist. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und ja, dann viel Glück und so. Wir müssen die Prinzessin suchen. Mario! Erlauben Sie mir bitte eine kurze Entschuldigung. Ich war in Eile. Ich vergaß zu erwähnen, wie man sich als Gruppe von 4 Personen bewegt. Ach, das geht? Wie Sie sehen, können die Babys meiner Kommunikation nicht folgen. Welch eine Situation. Das hat Mario gut gemacht, auf jeden Fall. Damit ist Baby Mario auf jeden Fall schon wieder sehr viel aufmerksamer geworden und endlich hat er aufgehört zu heulen. Luigi war schon immer ein besonderer Fall. Ja, sie sind hier nicht hilflos. Ich schlage vor, sie vereinen ihre Kräfte und machen weiter. Alles klar. Oh, warten Sie einen Moment. Ja, es ist sehr wichtig, sich als Vierergruppe zu bewegen. Sehen Sie sich den oberen rechten Teil des Bildschirms an. Was soll das sein? Ah, sehen die Symbole so aus? Können sich Mario und Luigi bewegen? Probieren Sie es ruhig aus. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit sind, weiterzumachen. Ja, also, wenn die Symbole A und B eingefärbt sind, bewegen wir nun Mario und Luigi. Und wenn Sie wollen, dass sich die Kinder alleine fortbewegen, drücken Sie X oder Y. Macht nur kleine Menschen, bewegt euch. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bereit sind, weiterzugehen. Gut, also wir wechseln jetzt von A, B auf XY. Und XY ist, wie wir am Anfang auch schon rausgefunden haben, die Steuerung der Babys. Auf diese Weise verändert sich die Steuerung zwischen den erwachsenen Mario und Luigi und den kleineren Versionen. Ja, aber es gibt sogar noch mehr Informationsierungen. Was? Informationsierungen. Und das ist besonders bequem. Mario und Luigi können die Babys Huckepack nehmen und gemeinsam voranschreiten. Es geht ganz einfach. Wenn Mario und Luigi sich den Babys nähern, springen die Knirpse automatisch auf. Probieren Sie es aus. Ja, und wir können natürlich jederzeit hier wechseln und hier wechseln. Also zwischen der Erwachsenenversion einfach A, B oder XY drücken und dann wechselt man zu dem jeweiligen Set, könnte man sagen. Und wenn ich nun beide gleichzeitig bewegen möchte, weil das ist ja ein bisschen umständlich, jetzt hier mit Mario und Luigi zu gehen und dann mit Baby und Mario und Baby Luigi zu gehen, dann berühren wir einfach die Babys und voila, Huckepack. Auch die Babys können diese Aktion vollführen, wenn sie sich Mario und Luigi nähern. Nun denn, suchen wir nach unseren vermissten Freunden zurück zum Abenteuer. Ja, wie er auch gesagt hat, ich kann es auch hier nochmal demonstrieren. Jetzt werfe ich die mit X eben ab und wenn auch die Babys sich Mario und Luigi nähern, dann, ja, oder mit Y werfe ich die auch ab. Ganz klar. Ansonsten bewege ich nur Mario und Luigi, wie ihr sehen könnt. Ich kann auch hier doppelt springen, wenn ich hier die Kombi drücke, B und Y, dann werfe ich die nicht ab. Und ja, öffnen Sie diese Tür, indem Sie sich auf den 4-Personen-Schalter stellen. Prinz Bowser hat den Palast infiltriert. Daher Vorsicht beim Öffnen von Türen. Na gut, und diesen Schalter haben wir schon mal gesehen. Da wurde uns ja gesagt, alleine kommen wir da nicht weit. Aber jetzt können wir auch solche Türen öffnen.
Das ist irgendwie vom Spiel so eine Absicherung, könnte man sagen, um zu versichern, dass Baby Mario und Baby Luigi plus Mario und Luigi eben in die Tür reingehen und nicht nur Mario und Luigi und nur Baby Mario und Baby Luigi. Könnte man sagen, weil hinter den meisten Türen wartet ein neuer Abschnitt und ja. Orte, für die Erwachsenen zu hoch gelegen sind, erreicht der Prinz durch Drücken von X oder Y, um von Rücken seiner Untertanen zu springen. Hat der Prinz Erfolg, muss der Untertan ihn wie folgt loben. Prinz Bowser ist so toll. Ach, selbstverliebter Kerl. Auf jeden Fall können wir die Babys auch hier hochschleudern, wie ihr seht. Und dann haben wir hier einen neuen Block. Und wenn wir gegen diesen wunderbaren Block springen, rufen wir das andere Set jeweils zu uns. Sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Und dann können wir auch direkt weitergehen. Also das ist jetzt hier, wie ihr sehen könnt, weiter im Tutorial. Und natürlich verlaufen auch die Kämpfe als Baby Mario und Baby Luigi mit Mario und Luigi im Set ein wenig anders als wie folgt. Ich sollte hier vielleicht ein bisschen öfter dagegen springen. Wunderbar. Außerdem sollte ich hier dagegen springen. Und dann sammeln wir hier die ganzen wunderbaren Items ein, weil wer lässt schon wunderbare Items liegen? Hier ist nebenbei erwähnt wieder ein kleiner X-Ding am Boden und Koopa Trainingshalle nur für Prinz Bowser. Die unteren Plattformen sind für alle feinen, bösen, jungen Prinzen. Die höheren Plattformen sind für seine Zeit als König gedacht. Die Löcher in der Wand sind klein genug für Prinz Bowser. Aber für alle anderen natürlich nicht. Sehr, sehr interessant. Muss man schon lassen, wie Bowser seine Festung aufgebaut hat. Der hat auch sehr damit gerechnet, dass er später mal König wird, ne? Wie man hier unschwer erkennen kann. Hätten die auch irgendjemand anderen wählen können? Erfahren wir eigentlich nun, warum Bowser wütend geworden ist und sich gegen uns verbündet hat? Das wäre interessant zu wissen. Ich rufe auf jeden Fall einmal wieder die Erwachsenen hier hoch. Natürlich geht er doch andersrum. Ich kann es ja einfach mal zeigen. Ich stelle die Babys hier hin, drücke jetzt hier drauf. Und die Babys müssen aus dem Bildschirm raus. Und dann funktioniert das auch jeweils andersrum. Dann kommen nämlich die Babys hierher. Gut, dann speichern wir einmal den Fortschritt. Das ist ganz, ganz wichtig. Baby Mario und Baby Luigi sind die perfekten Partner. Jetzt, da sie gefunden wurden, kann das wahre Abenteuer beginnen. Wo ist nur dieser Zeitstrudel? Genau, hier im Palast hat sich ja ein Zeitstrudel aufgetan und den suchen wir gerade. Hoffentlich finden wir den auch, damit wir wieder in unsere Zeit zurück können und uns von den Babys verabschieden können. Oder so. Ich weiß gar nicht, was Mario und Luigi mit den Babys waren. Wollen die jetzt einfach hier bei Bowser lassen? Ändert sich dann nicht die Zeit, wenn wir die mitnehmen zu uns in die Gegenwart? Ich weiß es nicht. Hey, Moment, ist das nicht Kamek? Prinz! Prinz Bowser! Ich spreche den jetzt einfach mal ein bisschen anders. Ihr kleinen roten und grünen Insekten. Hab ich nicht schon mal versucht, euch zu entführen? Ja, das hast du. Ist eine Anspielung auf Yoshi's Island. Und irgendwann werden wir das auch let's playen, wobei ich derzeit mehr Bock auf den DS-Teil sogar habe, witzigerweise. Wobei der sogar schlechter ist als der SNES oder der Game Boy Advance. Ja, das habe ich, Junge. Das hat nicht so gut funktioniert. Außerdem scheint ihr nun gar nicht mehr so klein zu sein. Und ihr seid auch viel haariger. Seltsam, aber das ist egal. Es gefällt euch, unseren knospernden Herrn das Böse zu ärgern, nicht wahr? Dann bin ich, jetzt ich dran. Ab geht die Post. Ich dachte, wir müssen gegen Kame kämpfen. Wie damals in Paper Mario. Mario und Luigi, haben sie dich jemals einen Huckepack-Move im Kampf gesehen? Oh, er ist einfach fabulös. Lassen Sie mich erklären, wie dieses Action-Kommando funktioniert. Mario, Sie beginnen mit einem Sprung, wenn Sie mir folgen können. Alles klar. Nun erfahren wir, wie wir im Kampf mehr Damage machen können. Wir können natürlich auch einfach A drücken, dann fließt der Angriff von Mario und Baby Mario zusammen, wird dann, glaube ich, nochmal dividiert durch 1,5 und dann, oder 0,5, dann verlieren wir ungefähr 0,5% unseres Angriffs. Aber wir können auch beide einzeln angreifen lassen und das funktioniert wie folgt. Drücken Sie zuerst Baby Marios X-Knopf, drücken Sie danach Marios A-Knopf. Wie ihr gesehen habt, doppelter Damage.
Luigi, nun sind sie mit der Sprungattacke dran. Natürlich bei Luigi genau gleich. Wir drücken zuerst Baby Luigis Y-Knopf und dann Luigis B-Knopf. Ich bin sehr gespannt, wie ich das hinbekommen werde. Und ja, Kamek zaubert hier direkt ein paar neue Gegner. Als nächstes die Boss-Items. Setzen Sie diese im Hooker-Modus ein, können Sie ebenfalls die Baby-Knöpfe nutzen. Oder die A- und B-Knöpfe werden wie gewohnt bedient. Doch nun zählen auch X und Y. Abhängig vom jeweiligen Item ändert sich die Funktion von X und Y, wenn Sie mir folgen können. Im Hooker-Modus ändert sich die Erklärung am Topscreen. Achten Sie also genau drauf. Drücken Sie beim Einsatz des grünen Panzers den Baby-Knopf, wenn der Panzer den Gegner trifft. Ja, genau, Mario. Gelten Sie mit einem grünen Panzer an. Alles klar. Dann grüner Panzer. Davon haben wir 16 Stück. Krasse Scheiße. Und wie ihr oben sehen könnt, nun drücken wir A und X und dann B und X. Also immer wenn der Gegner, also wenn Baby Mario auf der Shell ist, den X-Knopf. Wenn Baby Luigi auf der Shell ist, den Y-Knopf. Das wird am Anfang beim Einsatz des Items bestimmt, ich glaube, bei Mario kommen. Wenn Mario das Item einsetzt, ist Baby Mario drauf. Und wenn Luigi das Item einsetzt, ist Baby Luigi drauf. Und, ja. Ist auf jeden Fall kompliziert. Wir müssen das auch nicht machen. Wir müssen jetzt, drücken Sie jetzt den Baby-Knopf. Wir müssen das eben, ja. Ja! Mann! Sorgen Sie dafür, das richtige Timing zu finden. Drücken Mario jetzt den A-Knopf. Also wir müssen das auch nicht machen, wir können auch einfach nur A, B, A, B, aber dann gibt es halt keinen Bonusschaden für den grünen Panzer, weil der macht halt dadurch ein bisschen mehr Schaden. Luigi, versuchen Sie nochmal eine Attacke mit dem grünen Panzer. Wählen Sie das Boss-Item. Ja, das funktioniert genau gleich. Wir machen hier zack und zack und verkacken einmal volle Kanne und... Wie lange muss ich das noch tun? Ich bin in Eile. Na dann verpiss dich doch. Nun denn, Dankeschön für die wunderbare Erklärung. Ich glaube, die meisten haben nichts verstanden. Ich habe jetzt auch einfach mal A gedrückt. So sieht das aus, wenn ich den Baby-Move nicht mache. Dasselbe kann auch der gute Luigi. Und dann macht das halt ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, derzeit 2 Damage weniger. Ist im Zweifelsfall natürlich dann auch richtig krass. Jetzt habe ich Y statt X gedrückt. Ich wusste, dass ich die Attacken irgendwie überhaupt nicht hinbekommen werde. Na gut, jetzt habe ich es hinbekommen, auch ohne die Hilfe. Das gibt 19 Erfahrungspunkte, wunderbar. Und damit kriegt auch Mario sein 4. Level. So, wie sieht's aus? Ich würde eigentlich lieben gerne auf Angriff gehen. Ich weiß nur nicht, ob es das wert ist. Auf Bart, ja, ja, komm, wir gehen auf Bart. Plus 5, das war krasse Scheiße. Und Luigi geht natürlich auch nicht leer aus. Der darf natürlich auch nicht leer ausgehen, ganz, ganz klar. Der hat natürlich hier mehr Bartpunkte als Luigi, weil Luigi seinen Bart natürlich mehr pflegt, weil der auch mehr zu Hause ist und auch mehr das Haus pflegt. Und ich würde sagen, da gehen wir auch volle Kanne auf den Bart, aber da verkacken wir volle Kanne. Scheiße. Prinz Bowser. Merkwürdiger Kerl. Gut, dann wären wir, glaube ich, soweit durch für heute. Ich muss natürlich auch bedenken, ich habe Kämpfe rausgeschnitten. Den hier darf ich nicht rausschneiden, weil wir hier direkt einen neuen Gegner haben, und zwar einen Cannon Sniffet. Den wir auch gerne einmal angreifen lassen, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist gerade... Ja. Ich glaube, da kann ich auch gar nicht ausweichen, weil ich glaube, ich muss dem seine Kanone einmal runterhauen. Testen wir. Verliert er die Kanone? Tatsächlich. Ja, weil wenn er die Kanone hat, dann kann ich irgendwie, glaube ich, den Kugelring nicht ausweichen. Ich guck mal. Irgendwie bin ich zu blöd dazu. Naja, egal. Der ist auch noch nicht down. Und, aber jetzt ist er down. Ich glaube, die Kanone gibt ihm auch irgendwie mehr Verteidigung. Ich bin mir aber nicht sicher. Gibt's für die Babys noch ein Level-Up? Anscheinend nicht. Und bald sind wir auch durch. Wir sehen, wie weit wir oben auf der Map sind. Wir schon richtig weit. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern.
Wunderbare Nachrichten, man kann den Kanonenkugel-Willi-Typi irgendwie ausweichen, also man kann den Steiger, der einen Kugel-Willi schießt, ausweichen. Ich hab's gerade eben auch geschafft, hab aber den Kugel-Willi leider nicht gekontert, sondern bin ihn nur ausgewichen. Wie viele Gegner warten denn jetzt hier noch am Ende? Ma, das nervt gerade. Nice. Hätte damit auch geklappt. Wie ihr auch gesehen habt, Baby Mario wird einmal nach den Angriff. Also es kann auch sein, dass man nach den Angriffen nicht mehr Mario angreifen kann. Das heißt, der Gegner ist schon lange tot und man will ihn nicht mehr lange quälen. So, bei den Babys gehe ich natürlich volle Kanne auf den Angriff, würde ich sagen. Weil der Angriff fließt natürlich auch in Baby Mario und den Baby in Mario und in Luigi ein und aus dem Grund ist das ein bisschen hilfreich, wenn ich hier volle Kanne auf Angriff gehe und ich muss ganz ehrlich zugeben, das Timing gerade war wirklich göttlich. Plus 3 und plus 4 beim Angriff und damit wären wir durch. Um den Aufzug zu aktivieren, müssen sich 4 Untertanen auf den Deckel stellen. Prinz Bowser hat den Palast infiltriert, daher ist bei der Benutzung von Aufzügen Vorsicht geboten. Ja, eine Röhre, die wir nur mit 4 Charakteren bedienen, bedeutet, wir kommen in einen neuen Abschnitt. Und wie gesagt, das ist irgendwie eine Absicherung für das Spiel, dass man da eben nicht mit 2 rein kann oder nur mit 3, was gar nicht geht. Aber ja, ist eine Absicherung und wir sind zu viert, wir können durch. Und nun sehen wir oben eine neue Karte, da hat sich was geändert. Wir sind nämlich in einem neuen Gebiet in Bowser's Castle. Und meistens besteht so ein Gebiet, also Bowser's Castle oder eben das Kuddelmuddeldorf, eben aus 2 Abschnitten. Das Kuddelmuddeldorf bestand nicht aus 2, aber Bowser's Castle besteht aus 2. Und das werdet ihr demnächst auch merken. Das besteht meistens aus 2 Abschnitten. Das ist einmal in der Röhre und beim zweiten Mal, wenn wir in der Röhre gehen, sind wir fertig mit der mit dem Kapitel, könnte man sagen. Und dann wartet dort der Endbosskampf. Das bedeutet, da oben, wo wir die zweite Röhre sehen, wird wahrscheinlich der Endbosskampf auf uns warten. Und meistens schafft man auch einen Abschnitt pro Part. Und aus dem Grund würde ich sagen, im nächsten Part der Bosskampf. Baby Mario und Luigi sind die perfekten Partner. Bla 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 bla. Haben wir schon gelesen und damit verabschiede ich mich für heute. Das war Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ich freue mich schon, das nächste Mal wieder weiterzumachen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dann und tschüss. Das war euer Ultra. Oh yeah.